Hallo Leute und herzlich willkommen zur CD-Player-Lektion. Ja, früher war der CD-Player im Prinzip die einzige Möglichkeit, um mit CDs aufzulegen, ganz klassisch. Von mobilen DJs wurden die Doppellaufwerke vor allem bevorzugt, weil man sich dann natürlich daneben Geräte gespart hat. Und die Singleplayer standen üblicherweise in den Clubs. Ja, heutzutage sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn heutzutage ist eben ein CD-Player nicht mehr nur ein klassischer CD-Player, sondern ein MIDI-fähiger Multimedia-Player, der im Prinzip ein Clubstandard geworden ist. Er hat noch USB-Eingänge, SD-Karten, Slot, LAN-Kabel und so weiter. Logischerweise CD-Laufwerk hat er immer noch, aber eben kann deutlich mehr und ist im Prinzip der Klassiker in den modernen DJ-Setups. Ja, weil er eben so umfangreich ist und über so viele Möglichkeiten verfügt, Medien abzuspielen. Wichtig ist dabei, dass ihr eure Mediathek vorher richtig vorbereitet, damit ihr sie auch auf dem CD-Player anständig nutzen könnt. Denn hier ist es ja nicht wie bei einem Laptop, dass ihr dann schnell mal eben noch dran rumspielen könnt. Eventuell habt ihr gar kein Display oder nur ein sehr kleines und euer Funktionsumfang ist, was das betrifft, auf jeden Fall eher eingeschränkt. Deswegen sollte eure Mediathek wirklich gut vorbereitet sein. Ja, Playpause müssen wir hoffentlich nicht erklären. Kommen wir also direkt zum Pitch Fader. Der ähnelt natürlich extrem dem vom Turntable, ist faktisch fast genau dasselbe. Es ist weiterhin der Schieberegler, um die Abspielgeschwindigkeit des Tracks zu verändern, sei es jetzt zu verringern oder erhöhen. Auch hier ist der Grad der Veränderung nicht in BPM angegeben, sondern in Prozent. Und auch hier gilt natürlich wieder, insofern ihr keinen Keylock aktiviert habt, wird sich die Tonhöhe um einen Halbton verändern, alle plus oder minus 6%. Auch hier gibt es einen Temporary Reset Button, je nachdem welches Modell, um eben die Abspielgeschwindigkeit wieder mit einem Knopfdruck auf Ursprungsniveau zurückzusetzen. Master Tempo eben, Keylock, Master Tempo ist dasselbe, ist ein Synonym. Und auch hier lässt sich die Range des Pitch Faders noch einstellen, auch wie bei den Turntables, eben um das Ganze entweder auszuweiten oder relativ klein zu halten. Ja, viele CD-Player, wenn nicht sogar alle, es gehört natürlich auch eigentlich dazu, haben ein Jogwheel. Das kann entweder im Vinyl- oder im CD-Modus betrieben werden. Das heißt, wenn es im Vinyl-Modus betrieben wird, dass es im Prinzip das Handling mit einer Vinyl adaptiert. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die Hand dann auf das Jogwheel legt, dann wäre es ja wie wenn ihr die Hand auf die Schallplatte legt. Also was passiert? Das Lied hält an. Ja, ihr könnt dann aber trotzdem immer noch den Plattenteller sozusagen, also den Rand des Jogwheels, weiter unabhängig von der Oberseite bedienen, um das zum Beispiel eben fürs Pitch-Bending zu benutzen. Ihr könnt das Anlauf- und Abstoppverhalten dieses Jogwheels einstellen. Das ist wie die Break vom Turntable. Und so stellt ihr eben ein, wie schnell oder langsam der Track abstoppen soll, wenn man ihn anhält. Oder genauso auch eben beim Anlaufen, ist ja auch selbsterklärend. Und ihr habt dann noch den Jog Adjust. Und zwar könnt ihr da dann im Prinzip den Widerstand einstellen, der auf das Jogwheel wirkt. Also wie leicht oder schwer eben ist dieses Jogwheel zu drehen. Denn ihr möchtet es vielleicht eher schwerfällig haben, dass man da nicht so leicht im Track rumspringt, nenne ich es jetzt mal. Oder aber ihr habt es extrem leicht eingestellt. Das heißt, wenn ihr wirklich am Rad mal ordentlich mit Schwung dreht, dann dreht sich das auch noch eine ganze Weile weiter. Natürlich mit den Funktionen, die dann damit einhergehen, also mit den Auswirkungen. Das müsst ihr dann einfach mal selbst ausprobieren, wie ihr das am liebsten habt. Kann man eben sehr individuell von sehr hart bis sehr weich einstellen. Kommen wir als nächstes noch zum Track Search. Das sind Knöpfe, bei denen ihr dann einfach in eurer Liste, die ihr gerade ausgewählt habt, zum nächsten Track springen könnt,
sowas wie Next, blöd gesagt. Also springt einfach zum nächsten Track in der Playlist, die ihr gerade ausgewählt habt. Und dann kommen wir noch zu nur Search. Das ermöglicht sozusagen das Scrollen durch den Track. Also ihr springt da halt entweder in der Zeit vor oder zurück. Zum Vorhören werdet ihr das hauptsächlich benutzen, um eben in kurzer Zeit mal schnell durch den Track zu skippen. Ja, der Pitch Bend ist auch wieder wie beim Turntable eben dieses Abbremsen oder Beschleunigen in ja, dezenten Dosen, um den Track an den anderen Track anzupassen. Eben kann manuelles Synchronisieren sein durch eben Anschieben, Abbremsen über das Jogwheel dann zum Beispiel oder aber zum Beispiel auch wieder über Knöpfe am Pitch Fader. Die Direction, wie der Name auch schon sagt, regelt die Abspielrichtung. Und zwar steht REF, REF für Reverse. Reverse heißt ja auch im Englischen zurück. Also Track läuft rückwärts. Und bei der Umstellung auf normal im Prinzip läuft der Track auch ab dieser Stelle wieder normal weiter. Das kann zum Beispiel ein Kippschalter sein oder auch ein Button. Eben, ihr drückt, er läuft rückwärts, ihr hört auf zu drücken oder der Kippschalter geht in die Ausgangsposition zurück und der Track spielt ab dieser Position dann, an der er gerade ist, an die ihr zurückgespult habt, ab da wieder weiter. Ausnahme ist hier die Slip Reverse. Zu Slip kommen wir auch gleich noch. Da ist es eben so, dass der Track zwar rückwärts abgespielt wird, aber sobald die Funktion dann wieder aufgelöst wird sozusagen, springt er an die Stelle im Track, an der ihr wärt, wenn ihr diese Funktion nicht aktiviert hättet, und spielt dann ab dieser Stelle wieder weiter. Das heißt, ihr seid natürlich deutlich weiter vorne sozusagen im Track als beim normalen Reverse. Loops könnt ihr setzen über die In- und Out-Buttons oder zum Beispiel über einen Drehregler, bei dem ihr dann die Größe durch das Drehen am Regler festlegt und durch Drücken dann aktivieren. Manche haben auch vordefinierte Buttons, eben wo dann eine gewisse Loopgröße schon vordefiniert ist, die ihr nur drücken müsst. Außerdem Reloop bedeutet eben, dass ihr in einen Loop wieder zurückspringt, den ihr vorher mal festgelegt habt, von der Stelle, an der ihr wo auch immer gerade im Track seid. Exit auch selbsterklärend, ihr verlasst den Loop. Außerdem könnt ihr In- and Out-Adjust benutzen, um nochmal den Loop, wenn er gerade schon läuft, eben zu vergrößern. Das heißt, dass den Anfang weiter nach vorne zu schieben zum Beispiel oder das Ende des Loops weiter nach hinten. Und ihr könnt auch den Loop Cutter nutzen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr den drückt zum Beispiel, halbiert sich der Loop. Wenn ihr zum Beispiel vorher einen Loop mit 4 Bars, also 4 Schlägen, einen Takt groß hattet, ist er dann nach dem erstmaligen Drücken nur noch 2 Schläge lang und nach dem nochmaligen Drücken logischerweise nur noch einen und so weiter. Ja, Slip gerade bei Slip Reverse schon angesprochen, bedeutet eben, wenn ihr das aktiviert, unabhängig jetzt von Slip Reverse, das ist eine eigene Funktion, sondern einfach nur Slip, dann werden alle Aktionen im Prinzip so ausgeführt, wie ihr sie auch betätigt, ähnlich wie bei Slip Reverse, aber zum Beispiel auch, wenn ihr einen Cue-Punkt betätigt, dann springt der Track trotzdem wieder nach Beendigung dieser Aktion sozusagen an den Ausgangspunkt zurück. Ihr habt jetzt eben zum Beispiel einen Cue-Punkt, also einen Punkt in eurem Track gesetzt, der warum auch immer markant ist, den ihr euch deswegen gespeichert habt. Ihr drückt den Hot-Cue-Button, der Track springt dorthin, ihr lasst los und der Track springt wieder an die Ausgangsposition. Das ist Slip, werdet ihr auch in der Praxis dann nochmal genauer sehen. Die Sync-Funktion, ja, immer noch groß umstritten. Es gibt sie auf jeden Fall und die Funktion ist natürlich selbsterklärend, synchronisiert die Tracks vom Deck untereinander. Dafür müssen die Player zum Beispiel halt verbunden sein, sei es jetzt über Link zum Beispiel. Oder wenn ihr das Ganze als MIDI-Controller nutzt, ist es ja eh dann die Funktion im Computer. Ja, wichtig ist klar, dass der Track vorher analysiert wurde, dass die Software im Prinzip überhaupt mit irgendwas arbeiten kann.
Und kleiner Trick noch, wenn ihr diese Sync-Taste länger gedrückt haltet, dann wird der Track auf dem ersten Deck zum Beispiel auf das zweite Deck gespiegelt. Wenn ihr auf dem zweiten Deck eben den Sync-Button länger drückt, also sozusagen gedoppelt. Falls ihr warum auch immer auf diesem Player den Track haben möchtet, weil ihr ein Set mit einem Kollegen auflegt, ihr steht halt gerade rechts, ihr möchtet an dem Track was machen, also holt ihr ihn rüber und der Kollege drüben kann an dem Player dann was anderes machen. Ja, es gibt dann noch Master neben dem Sync der Button. Das heißt eben, dieser Track wird als Master-Track gebrandet im Prinzip. Das bedeutet eben, alle anderen Tracks im Setup richten sich nach ihm, was zum Beispiel die Geschwindigkeit eben angeht. Das heißt, wenn ihr Sync drückt bei Deck B und Deck A ist Master, dann wird sich Deck B an Deck A orientieren. Die Quantize-Funktion bestimmt im Prinzip, ob sich eure Aktionen, die ihr durchführt, wie zum Beispiel Cue-Punkte setzen, Loops aktivieren und so weiter, ob die sich an das Grid-Raster eures Tracks richten sollen. Denn ihr könnt ja zum Beispiel auch Quantize auslassen. Das heißt, der Hot-Cue, wenn ihr ihn aktiviert, wird genau dahin gesetzt, an die Stelle, an dem Zeitpunkt, als ihr den Knopf gedrückt habt. Wenn jetzt aber Quantize aktiviert ist, und ihr habt Quantize auf einen Beat, einen Schlag eingestellt, dann, weil ihr könnt es nämlich zum Beispiel auch auf einen halben einstellen, dann orientiert sich das genau an diesem Grid-Muster. Das heißt, wird ein Raster erstellt. Auf jeden Schlag im Prinzip ist dann ein Rasterpunkt. Und wenn ihr jetzt dann zum Beispiel den Hot-Cue-Button zwischen zwei Beats, also zwei Schlägen, also auch zwischen zwei Rasterpunkten drückt, dann wird der Punkt genau auf den Rasterpunkt gesetzt, dem er am nächsten ist. Normalerweise weicht er immer nur ein ganz kleines Stück, wenn überhaupt, von dem Punkt ab, wo ihr es eigentlich gerne hin haben möchtet, nämlich auf einen bestimmten Schlag. Dann liegt er ja auch nicht sehr weit zwischen zwei Schlägen, sondern eben nur ganz knapp neben dran. Und dann sorgt das eben dafür, dass er genau da drauf gesetzt wird. Und dass zum Beispiel auch, wenn ihr mit dem In- und Out-Knöpfen Loops setzt, dass diese dann auch zum Beispiel genau 4 Takte lang sind und nicht 4 und ein ganz kleines bisschen, weil ihr eben etwas zu langsam wart. Ja, Cue, schon ein paar Mal jetzt erwähnt, ist in diesem Fall nicht zu verwechseln mit der Cue-Funktion am Mixer. Warum auch immer das denselben Namen hat. Es kann man sich auch noch relativ leicht merken. Cue am Mixer ist Vorhören und Cue sonst überall, weil es ja egal ist, ob das die Software ist oder eben auch zum Beispiel der CD-Player, wo ihr dann eben Cue-Punkte setzen könnt. Dann sind das eben punktuelle Marker für markante Stellen, die ihr euch vormerken möchtet, für was auch immer. Dazu auf jeden Fall noch später in der Academy. Das hat eben nichts mit Vorhören zu tun. Setzt dann bei erstmaliger Betätigung dieses Buttons einen Punkt an diese Stelle und wenn ihr dann denselben Button wieder drückt, dann springt dieser Track eben wieder an diesen Punkt zurück und spielt den Track, insofern er denn gerade schon lief, ab dieser Stelle weiter ab, insofern der Track gestoppt war, also nicht lief und ihr irgendwo im Track wart und jetzt dann durch den Cue-Punkt an diese Stelle springt, stoppt der Track auch da und startet dann logischerweise erst, wenn ihr ihn auch startet. Es gibt da den Unterschied zwischen einem Hot Cue und einem Memory Cue. Jetzt erstmal zum Hot Cue. Die Anzahl der Buttons auf den Geräten variiert logischerweise und eben das erstmalige Drücken setzt den Cue-Punkt auch an dieser Stelle, wie gerade erwähnt. Und die Sekundärfunktion über Shift ist normalerweise, dass ihr die Cue-Punkte wieder löschen könnt. Und manchmal habt ihr noch die Möglichkeit, dass ihr zwischen mehreren Bänken an Hot-Cues wechseln könnt. Das heißt eben, es gibt 4 Buttons. Das heißt, ihr könnt dann 4 Cue-Punkte setzen und dann drückt ihr auf einen anderen Knopf und dann werden sozusagen nochmal 4 neue möglich. Ja, der Unterschied jetzt hier zum Memory Cue ist, dass
zum Setzen eines Memory Cues der Track angehalten werden muss. Dann muss man erst mit der Cue-Taste einen Cue-Punkt dort setzen und anschließend kann man über den Memory-Knopf dann noch diesen Punkt in Anführungszeichen für die Ewigkeit festhalten, denn beim Anhalten und Aktivieren des Cue-Buttons hat man zwar einen Cue-Button, an dem man dann auch wieder zurückspringen könnte, aber das ist immer nur einer, der halt dann dorthin versetzt wird, an den letzten Punkt, an dem ihr den Cue-Button gedrückt habt. Und durch das Aktivieren dieses Memory-Buttons wird dieser Memory-Cue dann auch erstellt. Der Unterschied ist eben nicht nur in dem, wie der Memory-Cue gesetzt wird, sondern auch die Funktion an sich unterscheidet sich leicht, denn wenn ihr zu einem Memory-Cue springt, dann stoppt der Track auch, wenn er gerade lief. Beim Hot-Cue ist es ja so, läuft der Track ab da dann weiter, läuft er nicht und ihr springt an die Stelle, läuft er auch weiterhin nicht und ihr seid einfach an der Stelle. Beim Memory Cue ist es so, egal ob der Track gestoppt ist oder er gerade schon live spielt, ihr drückt einen Memory Cue Punkt und der Track springt zu dieser Stelle und stoppt dort. Insofern habt ihr hier natürlich dann zwei verschiedene Möglichkeiten, Cue Punkte zu setzen, je nachdem wie ihr es braucht. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr an einer bestimmten Stelle in den Track starten möchte, da einen Übergang starten möchte, dann empfiehlt sich vielleicht eher ein Memory Cue Punkt, weil ihr wollt ja eh dann dort erstmal pausieren, bis der Übergang startet. Und wenn ihr zum Beispiel aber einen Track live remixen möchtet, muss der Track ja logischerweise weiterlaufen. Das heißt, ihr macht dann eben ein bisschen Fingerdrumming mit mehreren Cue Punkten und dann läuft der Track halt immer weiter, auch wenn ihr zwischen mehreren Hot Cue Punkten hin und her switcht. Ja, natürlich hat der CD-Player auch ein CD-Laufwerk mit einem Disk-Eject-Button, heißt eben CD raus, muss man nicht viel zu sagen. Was auch viele CD-Player haben, ist ein Display. Das benutzt man logischerweise zum Browsen, also durch die Mediathek gehen, durch die Playlisten und so weiter. Außerdem wird der Track dort optisch dargestellt in Form eben der Wellenform und es gibt zusätzliche Infos zum Tracks, BPM, Key, Hot Cues und so weiter und so fort. Eben unterscheidet sich auch immer von eurem Modell. Und ganz klar könnt ihr dort ja auch einige Einstellungsmöglichkeiten vornehmen. Über Funktionen des Players und so weiter und so fort. Die Steuerung des Displays variiert dann auch von Modell zu Modell. Es gibt da teilweise Drehregler zum Scrollen am Rand vom Display. Manche sind ein Touch-Display, das heißt, ihr könnt logischerweise direkt an dem Finger alles steuern. Oder es gibt zum Beispiel auch Buttons rund um das Display, die gewisse Funktionen haben, wie eben Back, klar, zurück, FWD für Forward, Menü, Browse, Source. Das sind ja alles selbsterklärende Funktionen. Müsst ihr einfach schauen, wie das bei eurem Modell geregelt ist. Diese Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Manche CD-Player beherbergen außerdem auch noch Effekte. Das ist auch noch eine sehr coole Funktion. Die sind logischerweise dann auch wieder von Modell zu Modell unterschiedlich, wenn sie überhaupt mit an Bord sind, denn das ist aktuell noch kein Standard. Und ja, zu den Effekten dann eben in der Effektlektion mehr ist ja dann auch selbsterklärend. Ihr müsst da einfach schauen, wie man die am besten einsetzt. Das hatten wir auch in der Mixer-Lektion schon. Dann gibt es außerdem noch den Time-Mode. Das heißt, die Abspielposition am Anfang, eben wenn ihr einen Track ladet, wird an den Anfang der Datei gesetzt, was bedeutet, dass wenn eure Audiodatei ein paar Sekunden Stille am Anfang beinhaltet und dann erst der Beat wirklich losgeht, dass diese Stille auch erstmal mit abgespielt wird. Im Gegensatz zum Auto-Cue ist es so, dass eben dann die Abspielposition dort beginnt, eben wo der erste Sound ist. Wenn ihr also hier ein paar Sekunden Stille vor dem ersten Sound habt, dann springt die erste Abspielposition eben direkt an diese Stelle und euch ist die Stille erspart sozusagen. Müsst ihr halt entscheiden, ob eben diese Stille als Stilmittel wirklich dazugehört oder ob es vielleicht ja ein Fehler in der Datei ist. Je nachdem habt ihr hier die Möglichkeit, das auch noch einzustellen. Kommen wir dann noch zu den Anschlüssen.
Ja, USB ist auch irgendwie selbsterklärend, die Verbindung zum Computer, wenn man euren CD-Player auch als MIDI-Controller nutzen kann. Eventuell auch noch mit Link. Bei Pioneer ist es zum Beispiel so, dass ihr hier eine Art besondere Variante des MIDI-Controllers habt, wo ihr nicht unbedingt im Prinzip die Software fernsteuert, sondern es so ein Zwitter ist, dass ihr zwar die Tracks aus eurem PC in den CD-Player ladet, aber der CD-Player nicht als MIDI-Controller für die Software fungiert. Dann Link, der LAN-Anschluss, vorhin beim Mixer auch schon mal angesprochen, eben um es direkt mit dem Mixer zu verbinden oder mit einem Switch, dass ihr wieder mehrere Geräte verbinden könnt. Dann gibt es den Digital Out, eben das digitale Audiosignal, selbsterklärend oder ganz klassisch per Cinch. Das Ganze läuft dann eben in den Mixer rein und wichtig ist auch logischerweise, dass der Mixer dann diese Anschlüsse aufweist. Das ist aber absoluter Standard. Ja, dann gibt es noch manche CD-Player, die den Anschluss von Mobile Devices erlauben, sprich also Tablets und Handys. Das ist cool, wenn ihr dann zum Beispiel eure Mediathek am Handy vorbereitet. Das gibt es eben zum Beispiel von Pioneer wieder. Ihr könnt eure Mediathek dann in die App reinladen, könnt dort Cue-Punkte setzen, analysieren und. Ihr steckt dann einfach per Kabel euer Handy an den CD-Player an und könnt darauf zugreifen wie mit einem USB-Stick. Das ist sehr cool, weil ihr müsst ja sowieso eigentlich schon nur noch einen USB-Stick mit rumschleppen, aber da müsst ihr nicht mal das. Ein Handy habt ihr normalerweise eh immer dabei. Ihr könnt die Zeit gut nutzen, wenn ihr unterwegs seid und euch eben auf euren Gig vorbereiten, die Mediathek da eben durcharbeiten und seid direkt live dabei. Ja, außerdem gibt es dann zum Schluss jetzt noch ein paar CD-Handling-Tipps. Und zwar, wenn ihr eine CD ordentlich verschmutzt habt, dann schaut, dass ihr mit geraden Bewegungen nach außen, eben von der Mitte, die CD abwischt. Und das am besten mit einem weichen, fusselfreien Tuch und vor allem keine kreisenden Bewegungen, weil dadurch verreibt ihr eher den Dreck und es entstehen noch Kratzer. Außerdem kann man Reinigungsmittel benutzen. Hier geht zum Beispiel Spülmittel, bei Schallplatten geht das ja absolut gar nicht. Hauptsache eben nichts Aggressives. Und Wasser ist natürlich auch der Klassiker. Einfach nur Spülmittel wäre ein bisschen komisch. Anschließend dann noch Trockentupfen und dann könnt ihr eigentlich wieder loslegen. Klar, insofern ihr mal einen richtigen fetten Kratzer in eurer CD drin habt, dann ist vorbei. Aber eine CD kann man ja auch leichter auf jeden Fall vervielfältigen als eine Schallplatte, von daher ist das auch kein so großes Drama. Ja, viel Theorie und in der Praxis gibt es dann auf jeden Fall alles nochmal am Gerät live erklärt.